Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich grüße jeden, der hier eingeschaltet hat und zeige euch, wie ich heute diese Sauerrahmkekse gebacken habe. Es ist ein original siebenbürgisches Rezept und die Dekoration kann jeder so handhaben, wie er möchte. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Wenn man sie nur herzhaft haben will, dann kann man vor dem Backen sie einfach mit ein bisschen Käse bestreuen. Nicht viel, sondern kleinen geraspelten Parmesankäse ein bisschen obendrauf. Und dann hat man einfach herzhafte Kekse. Für die Sauerrahmkekse brauche ich Sauerrahm. 250 Gramm. Man kann optional auch Creme fraiche nehmen, allerdings sollte sie mindestens 30%ig sein. Meine, die ist sogar 35%ig. Dann brauche ich Salz, 2-3 Prisen, Butter, 370 Gramm, die sollte Zimmertemperatur haben. Und 500 Gramm Mehl und vielleicht auch noch ein bisschen, je nachdem wie der Teig dann aussieht. Und man braucht ja auch zum Arbeiten auf der Arbeitsplatte zum Bemehlen auch noch ein bisschen Mehl. Diese vier Zutaten sind eigentlich für diese Kekse vorgesehen. Diese Kekse, die kann man mit verschiedenen Ausstecherle ausstechen. Man kann sie als Plätzchen sogar machen und sie zusammenkleben mit Schokolade oder Marmelade. Oder man kann nur einen Zuckerguss obendrauf machen. Und ich werde es aber jetzt nicht so, wie wenn man zu Weihnachten Plätzchen backt, sie machen, sondern ich werde sie einfach nur rund ausstechen. Ich habe diesen Ausstecher von Tupperware, 5,5 cm. Da kommen dann etwas größere Kreise raus, aber ich will sie auch nur so. Und dann werde ich Sauerkirsche, so Konfitüre, heiß machen und sie rühren mit einem Schneebesen. Dann werde ich den Rand mit dem Rad einfach ringsherum mit in die Marmelade gehen und dann in gemahlene Nüsse. Hier habe ich Mandeln und Haselnüsse, so was ich noch Reste so da hatte, habe ich zusammengemischt. Man kann aber optional auch gemahlene Walnüsse nehmen oder wenn man es nicht so machen will wie ich, dann kann man die mit Zuckerguss und mit Lebensmittelfarbe färben, wie man es gerne möchte. Aber im Grundrezept sind einfach nur diese vier Zutaten, kein Zucker und der Rest kann man dann nach Geschmack, nach Belieben machen. Die vier Zutaten werden zusammen geknetet zu einem geschmeidigen Teig und dann decke ich den Teig ab und lasse ihn einfache Stunde ruhen. Das Mehl kann sich dann besser mit den Zutaten verbinden und nach einer Stunde kann ich dann schon auf bemehlter Arbeitsfläche die Kreise mir ausstechen. Oder wenn ihr es nachmacht, dann könnt ihr ja wählen, welche Form ihr macht und ob ihr sie zusammenklebt mit irgendeinem Schokoladencreme oder Marmeladencreme. Ich mache es heute nur von Hand. Man kann es natürlich auch in einer Küchenmaschine machen. Auf niedriger Stufe kann man diesen Teig auch kneten lassen. Aber heute mache ich es einfach von Hand, wie meine Oma sie gemacht hat. Denn das sind ja auch, das ist ja ein recht altes Rezept. Da hat man dann oft statt Butter, obwohl Butter im Rezept steht, hat man aber auch nur Margarine genommen.
Der Teig lässt sich von Hand leicht kneten. Es ist halt ein Butterteig, kalorienlastig, aber ohne Zucker. Und nun decke ich ihn ab. Ich habe 2 Esslöffel Mehl hier zum Arbeiten noch mit dazu gegeben, aber wirklich nicht mehr, ganz wenig. Das, was ihr auch gesehen habt, wo ich schneller gescrollt habe. Und nun lasse ich es einfach hier stehen und wische mir die Arbeitsplatte, weil beim Ausstechen und so gebe ich mir doch eine Silikonmatte unten drunter oder man hat ein Holzbrett, eins von beiden. Ich fange an. Der Teig, der ist jetzt bei mir fast 1 Stunde so abgedeckt hier im Zimmer gestanden. Wenn es jetzt ganz warm ist, dann muss man ihn ja doch ein wenig kühl stellen, aber nicht zu lang. Der sollte nicht fest werden wie ein Plätzchenteig. Sollte nur entspannen können. Und ich habe mir hier schon 2 Backbleche vorbereitet, einfach mit Backpapier belegt. Ihr habt gesehen, ich habe den Teig mir in 2 Hälften eingeteilt, damit ich leichter arbeite. Und nun habe ich auf bemehlter Arbeitsfläche wirklich mit wenig Mehl, also nicht viel Mehl. Dieser Teig ist nicht so ein fester, ganz, ganz fester Teig, aber dennoch fest genug, dass man ihn auswählen kann. Und ich mache sie jetzt auch nicht zu dünn, man kann sie auch noch dünner machen. Aber weil ich sie ja nicht zusammenklebe, lasse ich sie etwas dicker. Ich zeige euch, wie ich sie mache. So in etwa, ja, 3 bis 4. Eher 3, also so dick sind sie ja auch nicht. Nur jetzt nicht ganz dünn. Man könnte diesen Teig ganz dünn auswählen und mit schönen Ausstecherle, so wie Plätzchen auch backen. Und so gebe ich sie jetzt der Reihe nach aufs Backblech und sobald der Backofen jetzt piepst, ist er vorgeheizt und dann kommt die erste Ladung schon in den Backofen. Drei Bleche sind fertig, 2 mit 25 Kreisen und auf einem Blech, das ist etwas kleiner, habe ich nur 20 Kreise. Das heißt, ich habe schon 70 ausgestochen und nun kommen noch diese Reste dazu. Ich muss noch ein Backblech machen, weil es passt mir einfach nicht drauf. Ich dachte, mit 3 Blechen komme ich zurecht, aber nee, ich brauche auf das vierte auch ein paar Kreise noch geben aus diesem Rest. Es ist doch ergiebig, hätte ich gar nicht gedacht. Aber die Mengenangaben, so wie sie in dem siebenbürgischen Rezeptbuch, in dem alten, stehen, die stimmen. Bis auf die 2 Esslöffel Mehl, wo ich dazu gegeben habe. Und ich sage euch, ihr seht ja, der Teig lässt sich locker auswählen. Ich werde ins Rezept 500 Gramm plus 50 noch dazu schreiben, denn es kommt ja auch immer auf die Mehlbeschaffenheit an, welches Mehl man nimmt. Ich habe jetzt ein sehr gutes Mehl, 405er, aber das spürt man ja dann. Auf jeden Fall ist es nicht ein zu fester Teig, aber er lässt sich super verarbeiten.
Genau 88 Kreise habe ich rausbekommen. Und nun kann ich schon aufräumen. So schnell geht das. Die werden bei uns schnell vernascht. Wenn die Enkelkinder kommen, dürfen sie sie gleich essen. Natürlich kann man die auch ein paar Tage aufbewahren. Aber wie gesagt, ich mache diese Sauerrahmplätzchen nicht für Weihnachten. Man kann sie aber auch als letztes Weihnachtsgebäck machen. Kein Problem. Eine Woche kann man sie auch lagern, locker, wenn nicht länger. Denn Butter hält sich schon lang und ja, ich habe es nie ausprobiert, weil das bei uns schneller gegessen wird. Gebe ich ehrlich zu. Probiert's aus. Die kann man immer machen, wenn man so Lust auf Kekse hat und gerade Leute so, ja, die halt aufpassen müssen wegen Zucker und so, die können sich ja solche Kekse auch öfters backen, können sie auch mit Vollkorn backen. Allerdings muss man dann abwägen. Die Menge von Mehl, ich weiß es nicht, ich habe sie jetzt mit Vollkorn nicht gebacken. Die sind jetzt gleich fertig und waren jetzt bei Ober-Unterhitze 190 Grad 15 Minuten bei mir im Backofen. Ich hole sie jetzt gleich raus und gebe die zweite Ladung rein. Ich erhitze mir hier diese Sauerkirschkonfitüre. Ich habe jetzt das halbe Glas, etwa gute 200 Gramm hierher in diese Pfanne gegeben. Und das lasse ich jetzt auch, dass es gut heiß wird. Man sieht es schon, steigt hoch, ist heiß. Und schon kann ich die ersten Kekse da bepinseln und in Nüsschen wälzen. Und habe ganz, ganz leckere, buttrige, blättrige Kekse. Man kann sie drinnen wälzen. So, ganz vorsichtig. Und dann in der Nuss. Oder man kann es in die Hand nehmen und mit einem Pinsel so ringsherum machen. Aber bei mir geht das Wälzen einfacher. Und so werde ich alle machen, bis das alle fertig sind. Dann haben Sie noch so eine kleine Note von dieser säuerlichen Marmelade und auch ein bisschen Nuss dran. Die ersten sind jetzt fertig, die habe ich einfach nur in der Marmelade gewälzt und anschließend in den gemahlenen Nüssen. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und danke euch auch heute fürs Zuschauen und wünsche demjenigen, der dies nachbäckt, gutes Gelingen dabei. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.